Ich möchte jetzt Ingrid Artus ankündigen. Ingrid Artus ist Professorin am Institut für Soziologie an der FAU Erlangen und forscht zu industriellen Beziehungen. Hier sind leider sehr viele Kabel, es ist etwas schwierig, sich hinzusetzen. Sie hat viel zu prekärer Beschäftigung und zu Gewerkschaften geschrieben, vor kurzem zum Beispiel auch eine Studie zur Revitalisierung von Betriebsratsarbeit in Deutschland, in Ostdeutschland. Sie war schon auf der Streikkonferenz in Hannover und wir haben sie wieder eingeladen, und zwar deswegen, weil sie seit sehr langem nahe dran ist an den konkreten Arbeitskonflikten in Deutschland. Und sie wird für uns das Streikjahr 2015 analysieren. Und wir erhoffen uns von Ihrem Vortrag auch, dass Sie Probleme und Aufgaben benennt, vor denen die Gewerkschaften stehen, und vielleicht auch Perspektiven aufmacht. Auf jeden Fall erhoffen wir uns eine gute Grundlage für die Diskussion jetzt danach in den Arbeitsgruppen. Genau, Ingrid, du hast das Wort, und genau, sogar die PowerPoint steht. Doch. Ja, hallo von meiner Seite. Nach so viel Emotionalität gerade, oh Gott, jetzt kommt es zurück, ja, in die Rationalität. Das ist eine schwere Aufgabe, ja, quasi jetzt analytisch über Streiks im vergangenen Jahr zu sprechen. Also wie gesagt, ich war auf allen Streikkonferenzen, die es bis jetzt gab. Ich bin immer wieder begeistert, sie sind toll, ich lerne auch ungeheuer viel. Und was passiert ist zwischen der letzten Streikkonferenz und der heutigen, ja, hat man mich gebeten, so ein bisschen im Überblick darzustellen. Das geht gar nicht, ja, das sage ich gleich vorweg. Es ist viel zu viel, als dass man das in den 30 Minuten, die man mir zuerkannt hat, hier darstellen könnte. Insofern habe ich beschlossen, es folgendermaßen zu lösen, die Aufgabe. Ich gebe euch am Anfang mal so einen Überblick über Daten, die im Wesentlichen das WSI, der Heiner Dribusch, der auch hier irgendwo sitzt, errechnet hat, zu den Streiks im Jahr 2015. Das Jahr 2015, das wisst ihr wahrscheinlich, war ein außergewöhnliches Streikjahr mit so vielen Streiktagen wie seit ganz, ganz langer Zeit nicht mehr. Dann, ja, habe ich gedacht, ich kann leider nicht über alle Streiks einen Überblick geben. Ich konzentriere mich auf die zwei größten, den Streik im Sozial- und Erziehungsdienst und in der Post, die schon angesprochen worden sind. Gehe auch ein bisschen auf die Metall ein und sage ansonsten, was es alles noch so gab, ja, und das wird auch unzureichend sein. Aber das bleibt notwendig verkürzt, weil ich am Schluss noch mal so 10 Minuten über ein paar Lehren, ein paar Ideen auch, was kann man aus den Streiks lernen, sprechen möchte und auch so eine Situationseinschätzung vornehmen, über die man hier dann und Frau hier hoffentlich auch diskutieren kann und soll heute Nachmittag. Ich fange gleich an. Daten zum Streikjahr 2015. Ich habe schon gesagt, 2015 war ein ungewöhnlich intensives Streikjahr. Wir hatten, ich habe so eine Statistik auch dabei, rund 2 Millionen ausgefallene Arbeitstage wegen Arbeitskämpfen. Das 2 Millionen ist eine sehr, sehr hohe Zahl, also noch deutlich. Ja, genau, das kann man mal Szenenablauf. Das hat man geschafft, und Frau auch, muss man sagen, immer. Es waren viele Frauen unter den Streikenden. Das Jahr 2006, was man hier als Vergleich sieht, war auch schon ein ungewöhnlich starkes Streikjahr. Und wir, also wir, ihr habt es nochmal deutlich getoppt im Jahr 2015. Interessant ist, dass allein 1,5 Millionen dieser Streiktage, rund 3/4 auf die beiden großen Streiks empfielen, die ich schon genannt habe, also S&E, und der Poststreik, und es sind sogar 90% der Streiktage, die im Dienstleistungsbereich stattgefunden haben. Also wir haben eine klare Verschiebung, ja, der Arbeitskampfaktivitäten, eine Tertiarisierung von Streiks, die wir hier erleben. Also viele finden im Verdi-Bereich eben statt, und sie sind getragen häufig und viel häufiger als früher von Frauen. Ein bisschen anders sieht das Bild aus, wenn man sich nicht die Streiktage, sondern die Streikbeteiligten anguckt. Das sind hier die hellblauen Balken. Die Anzahl der Streikbeteiligten war gar nicht so exorbitant höher als in den letzten Jahren. Ja? Also es wurde mehr gestreikt mit gleich vielen Leuten, ja? So ungefähr kann man das beschreiben, oder mit ein bisschen mehr Menschen als sonst. Das liegt unter anderem daran, dass ein Großteil der Streikbeteiligten regelmäßig auf die Metall- und Elektroindustrie
entfällt, nämlich im Rahmen der Warnstreiks wird immer eine ganze große Anzahl von Menschen auf die Straße geholt, also allein 885.000 waren es im Jahr 2015, ja? Also rund 2/3 aller Streikbeteiligten sind im Metallbereich aktiv. Also man sieht schon, es gibt zwei unterschiedliche Streikmuster, ja? Wenn man Industriebereich und Dienstleistungsbereich vergleicht. Im Industriebereich haben wir sehr viele Streikende, die relativ kurz auf die Straße gehen und dann einen Abschluss erreichen. Im Dienstleistungsbereich haben wir sehr lange Streiks, eigentlich wenig Menschen, ja, im Vergleich zumindest, die Arbeitskämpfe führen und sehr harte Streiks, ja, also die lange dauern und wo es also heftige Auseinandersetzungen gibt, bis man den Abschluss erreicht. Also es ist erstmal interessant, das so zu vergleichen. Auch interessant ist der internationale Vergleich. Die Deutschen streiken trotz diesem Anstieg immer noch relativ selten, wenn man es vergleicht mit Ländern wie Frankreich eben. Also das liegt ungefähr 5-mal so hoch noch, die Zahl der ausgefallenen Arbeitstage, oder auch andere Länder, Dänemark, Spanien, Irland, Kanada, Finnland. Also es gibt viele Länder, die wesentlich häufiger noch streiken. Das liegt nicht so sehr daran, dass die Deutschen so obrigkeitshörig wären, sondern es liegt daran, dass wir ein sehr eingeschränktes Streikrecht haben. Darüber wird der Wolfgang dann nachher noch sicherlich mehr erzählen. Es gibt ein Verbot politischer Streiks, es gibt Beamten, ich darf nicht streiken, ja, also ich habe kein Streikrecht. Es gibt, man darf eigentlich nur streiken, wenn die Gewerkschaft dazu aufruft, und nur für Tarifdinge. Also ein sehr, sehr eingeschränktes Streikrecht bewirkt, dass die Deutschen immer noch friedlich sind bisher im Vergleich. So viel zu den Daten. Kurzer Überblick über die zwei großen Streiks, die doch viel erschüttert haben, ja, innerhalb von Verdi auch und innerhalb der Medien und in der Öffentlichkeit. Also die Kitas, ja, oder die Erzieherinnen waren schon ein Thema, auf jeden Fall im Jahr 2015. Es war ein Streik, der schwierig war von Anfang an, weil eben nur ein Teil der Beschäftigten im Bereich der sozialen Dienste, der Kindertagesstätten, der schulischen Betreuungseinrichtungen überhaupt streiken konnten, weil nur die kommunalen Beschäftigten aufgerufen waren zum Streik. Da zeigt sich schon diese Fragmentierung des Tarifsystems, plus es gibt auch eine Fragmentierung der Gewerkschaftslandschaft in dem Bereich. Also Verdi und die GEW mussten da kooperieren, haben auch ganz gut kooperiert. Teilweise auch Beamtenbund und andere ganz kleine Gruppen waren in dem Streik beteiligt. Das war eindeutig ein Frauenstreik. 90-95% der Beteiligten waren Frauen und auch der Beschäftigten dort. Und es war ein Streik mit dem starken moralischen Hintergrund, also hier dieses Bild richtig was wert. Es ging um gesellschaftliche Aufwertung eines oder von Frauenberufen, ja, also von einem Beruf, der eine lange Ausbildung erfordert und längst nicht so bezahlt wird wie Männerberufe, die ähnlich lange Ausbildungszeiten haben. Also es ging auch um Arbeitsbedingungen, aber es ging nicht in erster Linie um Lohn, sondern wenn dann um eine Erhöhung des Lohns als Ausdruck von einer Aufwertung eines ganzen im Grunde gesellschaftlichen Bereichs, nämlich der Betreuung von Kindern und auch also von Kleinkindern auch. Vorausgegangen war der Streik 2009, das wisst ihr alle, und es war ein geplanter Streik. Jeder wusste im Grunde seit 5 Jahren, der wird kommen, weil das Streikergebnis damals unbefriedigend war, und Verdi hat es auch lange vorbereitet in seinen Strukturen, dass man ja das damals, ja, dass nach dem ersten Schritt ein zweiter Schritt kommen muss, ja, und nach dem ersten Streik ein zweiter Streik. Der hat im Grunde auch gut geklappt, muss man sagen, also regional unterschiedlich. Die Streikstrategie war anders als 2009, nämlich man ging in den bundesweiten flächendeckenden Erzwingungsstreik. Alle Kitas, die mitmachen wollten, die haben auch quasi aufgehört, Kinder zu betreuen. Ja. Also es war schon eine härtere Streikstrategie als 2009. Und es hat ganz gut geklappt, nur, und es wurde vorhin schon gesagt, nur der ökonomische Druck konnte dadurch nicht aufgebaut werden. Also das hat man nachdrücklich in dem Streik gelernt, glaube ich, dass man hinschauen muss im Grunde, wie ist die Konstellation in der einzelnen Branche. Also kann man mit einem Streik überhaupt den treffen, den man treffen will, nämlich den Arbeitgeber. Im Bereich der Kitas hat man eher die Eltern getroffen, und im Extremfall sind sogar Personalkosten gespart worden, statt dass man quasi einen ökonomischen Ausfall durch den Streik erreicht hätte. Das war die Krux des Streiks auf jeden Fall, der im Grunde eine hohe Dynamik hatte und auch eine starke mediale Präsenz,
Aber er ist auch nach 4 Wochen gestoppt worden, im Grunde von oben. Ja. Und es wurde schon angesprochen, es gab dann lange Auseinandersetzungen, erst um die Schlichtung, dann ja, um das Ergebnis, um das Schlichtungsergebnis. Es gab eine Mitgliederbefragung. Ich schilder das nicht alles, ja, aber der Streik ist auch ein Beispiel dafür, dass es neue demokratische Abstimmungsprozesse offenbar gibt, geben muss in Streikauseinandersetzungen und dass die manchmal auch holprig sind. Ne? So, also das ist ungewohnt, ja, in den Gewerkschaften sich quasi in der Tarifrunde, in einem Streik zwischen oben und unten, sage ich jetzt mal platt, abzustimmen. Und da gibt es auch sozusagen Reibungsverluste. Im Ergebnis, Verdi hat erheblich neue Mitglieder gewonnen, das ist klar. Sie haben dafür aber auch viel bezahlt, also 20.000 neue Mitglieder wird kolportiert, ich weiß es nicht genau, rund 100 Millionen Euro an Streikgeld wird auch kolportiert. Ja. Also man hat schon auch viel dafür bezahlt, für diesen Streik. Und im Ergebnis, ich habe Interviews gemacht mit Erzieherinnen, ja, wird das Ganze eigentlich ambivalent bis... Also ambivalent bewertet, jedenfalls das Ziel einer klaren gesellschaftlichen Aufwertung des eigenen Berufs, dieses Ziel sieht man eigentlich nicht erreicht. Also insofern eher Unzufriedenheit und es muss wohl weitergehen in dem Bereich. Ganz anders die Situation beim zweiten großen Streik, dem Poststreik, ganz anders deswegen, weil während der S&E-Streik ein offensiver Streik um eine gesellschaftliche Aufwertung war, war der Poststreik auf jeden Fall ein defensiver Streik. Ja. Er ging, hier das Bild, finde ich, sagt es ganz gut, gegen Zerschlagung und Abzocke, also gegen sehr harte, ja, also eine Unternehmensstrategie, die an Maximalgewinnen orientiert ist, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, dadurch moderne Managementmethoden im Grunde einsetzt. Die Post hat im Oktober 2014 angekündigt, dass ein Teil der Paketzustellung ausgliedern will in die DHL Delivering. Und es waren über 6000 Kollegen betroffen, die auch mit ausgegliedert worden wären und ungefähr 30% Lohneinbußen dann zu verbuchen gehabt hätten. Das ist eine Schweinerei, ja, das haben alle so gesehen. Und ich finde es eigentlich gut, dass Verdi dann im Grunde aus dem Stand beschlossen hat, dagegen müssen wir was tun. Der Streik war nicht vorbereitet, ja, nicht lang geplant wie im S&E-Streik, sondern es war ein Abwehrstreik, der auch mit einer streikungewohnten Belegschaft im Grunde geführt wurde. Ich finde immer noch, dass es überhaupt zum Streik kam, ist eher überraschend sogar. Ja. Und er hat auch nicht so schlecht geklappt, also da haben viele mitgemacht. Es gab in zumindest Teilbereichen auch eine hohe Dynamik und einen Willen der Beschäftigten, also sich zu wehren gegen diese Unternehmensstrategien. Es gab teilweise aber auch eine zugespitzte Situation, also von gespaltenen Belegschaften, also die einen haben mitgemacht, die anderen nicht, was auch mit der harten Repressionsstrategie der Arbeitgeber zu tun hatte, also da gab es systematischen Einsatz von Streikbrechern, Betriebsräten ist der Zugang zum Unternehmen verweigert worden, also eine richtig harte Gegenstrategie aus, also von der Post AG sozusagen. Auch hier gab es dann Holprigkeiten, ich sage es erneut so, zwischen der Abstimmung oben und unten. Ne? Also nicht nur der Streik war überrascht, sondern auch das Ende des Streiks war für viele unten überraschend. Und das Streikergebnis war für viele nicht das, wofür sie gekämpft hatten. Also letztlich waren es moderate Lohnsteigerungen, die vielleicht sogar Reallohnverluste bedeuteten für Teile. Es wurde ein Kündigungsschutz für die betroffenen Beschäftigten immerhin errungen, also das konnte abgewehrt werden, aber die Ausgründung ist erfolgt, ich weiß nicht, ob sie schon erfolgt ist, aber ich nehme es fast an, und ja, also die Kollegen nicken, und es wird so sein, dass, oder es ist wahrscheinlich schon so, dass die Neubeschäftigten in dem ausgegründeten Unternehmen zu deutlich schlechteren Konditionen eingestellt werden, das heißt, im Grunde das Tarifdumping konnte nicht aufgehalten werden, und es ist ein bisschen auch ein Beispiel für eine exklusive Solidarität, wir hatten den Begriff gestern schon, also die, die drin waren schon bei der Post AG, sind durch den Streik geschützt worden, die, die nicht drin waren in dem Moment, ja, die sind im Grunde ja, jetzt eben von den negativen Konditionen betroffen.
Insgesamt unterm Strich auch hier Mitgliedergewinne, deutliche Mitgliedergewinne. Wie nachhaltig die sind, weiß man, glaube ich, noch nicht so richtig. Und die Bewertung des Ergebnisses liegt zwischen extrem positiv und extrem negativ. Ja, zwischen Riesenerfolg, weil es überhaupt geklappt hat, hier zu streiken, und einer Einschätzung des Ergebnisses als Niederlage. Also gemischte Gefühle ein bisschen. Viel, viel weniger spektakulär. Jetzt noch der letzte Bereich, den ich kurz schildere, oder ich weiß es gar nicht, ob es weniger spektakulär ist. Die Metallindustrie streikt regelmäßig. Kurz, ja, ich habe es schon gesagt. Das Bild zeigt hier eine Masse an Menschen. Ja, und das ist tatsächlich auch das Kennzeichen der Warnstreiks im Metall- und Elektrobereich. Regelmäßig über 800.000 Beschäftigte gehen da auf die Straße. Das finde ich als Soziologin immer wieder irre, muss ich ehrlich sagen. Wenn die IG Metall pfeift, ich übertreibe jetzt mal, dann gehen 800.000 Menschen auf die Straße. Ja, das ist eine... Ja. Ja. Also, wenn man weiß, was da dahinter steckt, auch an Organisationsarbeit, die natürlich geleistet wird zwischen den Tarifrunden, dann ist das eine sehr professionelle Organisierungsarbeit tatsächlich von ja doch ziemlich vielen Betrieben in dieser Bundesrepublik, die dann immer in den Warenstreiks aktualisiert wird sozusagen. Also das, davon kann man schon auch was lernen, will ich nur sagen. Und interessant sind, also auch die IG Metall denkt über ihre Streikstrategien intensiv nach, ja, also und entwickelt sie auch sukzessive weiter. Neu ist insbesondere, dass tarifungebundene Betriebe und auch solche mit Anerkennungstarifvertrag systematisch in die Tarifrunden einbezogen werden und in die Warnstreiks einbezogen werden. Also es ist eben der Versuch, diese Zerschlagung des Tarifsystems nicht mehr ohne Gegenwehr hinzunehmen und die Mobilisierungskraft, die man hat ja in den Warnstreikrunden, auch auszudehnen auf noch nicht gewerkschaftlich und tariflich angebundene Betriebe. Und das hat ganz gut geklappt in der Vergangenheit. Also in der letzten Warnstreikrunde wurden 40 Betriebe neu in den Tarifvertrag geholt. Also wie, ja, genau, kann man schon mal klatschen. Also insofern, das ist sicherlich eine sinnvolle Neuerung. Interessant ist auch das neue Streikkonzept der IG Metall, wo eine dritte Eskalationsstufe eingezogen worden ist zwischen wir tun nur so, als würden wir streiken, ja, im Rahmen der Warnstreiks, und wir streiken richtig volle Kraft nach der Urabstimmung. Dazwischen hat man jetzt noch so ein Instrument eingezogen, dass einzelne Betriebe, nämlich die, die sich zutrauen und die wollen, einen Tag lang streiken, gemeinsam natürlich, und dass man die Beschäftigten vorher auch fragt, ja, ob sie da mitstreiken wollen oder nicht, und sie kriegen es dann auch bezahlt. Ja. Das ist so ein Versuch, zum einen, wie gesagt, so eine differenziertere Eskalation möglich zu machen von Tarifrunden. Zum anderen ist es auch eine stärkere Orientierung wieder an der Basis, also an der Einbeziehung, der Partizipation der Mitglieder und der Beschäftigten in den Betrieben bei der Frage, wird gestreikt, wann wird gestreikt und so weiter. Ja, es ist ein bisschen auch stärkere Basisorientierung. Insgesamt, die IG Metall hat in letzter Zeit meistens mit die höchsten Lohnsteigerungen, ja, also da merkt man dann schon, in dem Bereich ist noch Kampfkraft da, oder was heißt hier noch? Ja. Und interessant ist, die Fanny hat es vorhin gesagt, in Ostdeutschland gibt es tatsächlich so eine Bewegung, wieder hin zum Tarif, wieder hin in Gewerkschaften. Also in dem Bereich merkt man tatsächlich auch eine Mobilisierung von Mitgliedern. Also es gibt auch, die treten ein wieder in die Gewerkschaft und einen Rückweg in den Betrieb von vielen Betrieben. Also da ist eher Land in Sicht, würde ich sagen, ja, im Bereich der IG Metall. So, das ist jetzt so eine, ja genau, wir können nochmal... Ich mache es jetzt wirklich leider ganz kurz, dass ich nur die ganz vielen interessanten Streiks nenne, die qualitativ vielleicht sogar interessanter wären, um sie auszuwerten. Ja. Also vergessen habe ich jetzt im Grunde natürlich die Lokführer, ja. Also ein Streik, der hier auch die Republik eigentlich bewegt hat. Über den wird aber der Wolfgang dann ein bisschen mehr erzählen, wir teilen uns das. Auch den Streik im Luftverkehr, also es sind beides Beispiele dafür, dass Berufsgruppen mit einer hohen Primärmacht es schaffen, ihre Interessen durchzusetzen.
Ganz wichtig wäre natürlich der Gesundheitssektor. Es wird der Streik, ja, die Streikbranche von morgen sein. Ja. Das zeichnet sich meines Erachtens ganz klar ab. Und meine heimlichen Helden der Streikbewegung. Ja. Also die, meine heimlichen Heldinnen, muss man sagen, der Streikbewegung ist ja die Charité. Ja, die sind bestimmt heute auch hier. Also ich finde sie deswegen so toll, weil sie schon sehr, sehr lange auch drüber nachdenken, wie kann ich sehr differenziert und also angepasst an meinen Gegenstandsbereich, also an meine Branche, überhaupt eine Streikfähigkeit herzustellen. Ja? Also die machen eben, die haben dieses Problem, was man im S&E-Bereich gesehen hat. Ne? Also das ist nicht so, dann kann ich einfach eine Maschine stilllegen, ja? Und dann hat man ökonomischen Druck. Das kann man im Krankenhausbereich auch nicht. Und die haben sehr genau darüber nachgedacht, welche Voraussetzungen brauche ich, um ökonomischen Druck auf den Arbeitgeber auszuüben. Und sie hatten ja im letzten Jahr dann auch Erfolg mit diesem Tarifvertrag über eine Mindestpersonalbesetzung. Also ganz toll. Ja, ich nenne nur Amazon, ein heroischer Kampf unter ganz schwierigen Bedingungen mit ungewissem Ausgang. Ja. Und ich nenne... Ja, ja. Und auch ein Beispiel übrigens für erste internationale Ansätze der Koordinierung von Streiks. Ja. Ganz wichtig auch. Ja, nicht nochmal jetzt. Und ich nenne nicht ganz, ganz viele Einzelstreiks, wie wir heute einen hier hatten, ja, also kleinere Betriebe, die eben für eine Tarifbindung in den Streik gegangen sind. Und ich nenne auch nur ganz kurz Daimler Bremen, ja, einen interessanten Fall. Ja. Einen interessanten Fall eines Streiks ohne gewerkschaftlichen Background und teilweise gegen die Hierarchien der IG Metall, der sozusagen, ja, ist so... Also der zumindest diese Frage auf die Agenda setzt, inwiefern sozusagen ja, verbandsungebundene Streiks legitim oder nicht legitim sind. Weiß nicht, ob da der Wolfgang noch was dazu sagt oder auch nicht. Interessant jedenfalls, ein wilder Streik. Ja, ich habe noch 10 Minuten, das ist gut. Die brauche ich auch ungefähr, ja, das schaffe ich, um jetzt so ein kurzes Resümee zu ziehen. Das sind einfach, also ich habe mir überlegt, was heißt das jetzt, ja? 2015, so viel Streiks wie lange nicht mehr. Und ich denke, wenn man sich überlegt, wo wir herkommen, ja, also wir haben meine ganze politische Zeit, in der ich tätig bin, für 25 Jahre, die waren gruselig, ja, also bezogen auf die Gewerkschaftsentwicklung. Ja, es war im Grunde ein permanentes Rückwärtsgehen. Und die Kämpfe waren im Grunde, ich sage immer, es waren Vorwärtskämpfe im Rückwärtsgehen. Ja, das war noch das Beste, was uns passiert ist. Wir haben Terrain verloren auf jeden Fall. Die Arbeitgeberstrategien sind immer härter geworden, die Gewerkschaften haben Mitglieder ansehen und Macht verloren. Der Staat hat sich zunehmend als Gegner erwiesen, finde ich. Ja. Also zum einen, indem er Gesetze erlassen hat, die die Kampfkraft der Gewerkschaften massiv schwächen. Also noch nicht mal so, ich rede gar nicht über AVE oder so, sondern ich meine damit vor allem natürlich die Hartz-Gesetze. Also der Staat mischt sich ein, das mit der Tarifautonomie, ja, stimmt, finde ich, kaum noch, ja, weil der Staat nämlich Flagge bekennt in den letzten 10, 15 Jahren und aktuell wieder mit dem Tarifeinheitsgesetz. Ja. Und er hat sich als Arbeitgeber auch, finde ich, in einer Form verändert, das ist schon bemerkenswert, ja. Also die Privatisierung von Bahn, Post etc. und auch ja, also die Zerklüftung der Tarifstruktur im öffentlichen Dienst. Also da ist die Rolle des Staates hat sich in negativer Weise gewandelt. Wir haben heute eine Situation, wir haben es gestern schon angesprochen, zwischen erster und zweiter Tarifwelt und einer Welt völlig jenseits des Tarifs. Ja. Also erste Tarifwelt wäre vielleicht noch die IG Metall, Großbetriebe, da funktioniert noch eine flächendeckende Mobilisierung, einheitlich, relativ einheitlich, es stimmt so auch nicht. Arbeitsbedingungen, ne, da haben wir auch Werkverträge, Leiharbeit und so. Aber trotzdem, da gibt es noch einen Flächentarifvertrag.
zweite Tarifwelt wäre alles, worüber ich jetzt sonst gesprochen habe. Ja? Also wäre der öffentliche Dienst inzwischen, wäre der Einzelhandel beispielsweise in dramatischer Form. Also sind die Bereiche, in denen es eigentlich darum geht, haben wir noch einen Tarif oder haben wir keinen mehr? Welche Arten von Tarifen haben wir denn? Ja? Es geht um Kämpfe gegen eine Absenkung der Tarifnormen. Das wäre die zweite Tarifwelt. Und wir haben eine dritte, die ist ganz, ganz weit weg von den Gewerkschaften, wo Tarife eigentlich ja, so ein Ideal wären, an das man gar nicht mehr hinkommt. So, das ist die Situation, wie wir sie heute haben. Und da muss ich sagen, finde ich das Jahr 2015 schon bemerkenswert, weil wenn man sich anschaut, um was gingen denn die ganzen Konflikte, dann waren es ganz, also es waren teilweise defensive Streikanlässe wie bei der Post, teilweise aber auch offensive Streikstrategien wie im Bereich der Sozial- und Erziehungsdienste. Und generell ging es eigentlich darum, dass man sich es nicht mehr gefallen lässt, ja, diese permanenten Rückschritte zumindest nicht. Also das Mindeste, meine ich, was sich da ausdrückt, ist ein Kampf darum, nicht weiter rückwärts gehen zu wollen, ja, und vielleicht auch in einzelnen Bereichen eine Orientierung wieder nach vorwärts. Ja, also ich glaube, Fanny hat vorhin gesagt, wir müssen wieder in die Offensive kommen. Und ich glaube, was passiert momentan in den Betrieben, ist der Versuch, wirklich den Rückschritt aufzuhalten und wieder in die Offensive zu kommen. Es gibt ein Ende der Bescheidenheit. Das haben wir in Ostdeutschland ganz stark gemerkt. Natürlich vor dem Hintergrund einer wirtschaftlichen Situation, die positiv ist, und auch einer Arbeitsmarktsituation, die nicht so schlimm ist wie in den letzten 20 Jahren. Aber was sich vor allem auch, finde ich, bemerkbar macht, ist eine Delegitimierung des Sozialabbaus, also das heißt, die Leute sehen es nicht mehr ein, ja, dass sie immer den Gürtel enger schnallen sollen. Sie haben es 20 Jahre lang gemacht und spätestens nach der Wirtschaftskrise und wirklich dieser Skandalisierung von Unternehmensgewinnen, ja, also glaube ich, ist es wirklich nicht mehr einsehbar, warum man immer noch weiter seine Besitzstände aufgeben soll. Das, glaube ich, zeichnet sich ab. Es zeichnet sich auch ab, dass die Gewerkschaften wieder mehr Ansehen gewinnen. Die Kollegen in Jena haben von dem Comeback der Gewerkschaften gesprochen. Die IG Metall gewinnt schon wieder Mitglieder. Wir hoffen immer, Verdi schafft es auch irgendwann. Aber ich denke auch, das wäre machbar. Und was wir auch in Ostdeutschland vor allem gesehen haben, und ich sehe es auch in der Uni, ist, die jungen Beschäftigten sind so ein Motor in der ganzen Umorientierung. Und zwar deswegen, glaube ich, weil sie einerseits massiv von den Prekarisierungstendenzen betroffen sind. Also sie sind beim TVÖD zum Beispiel diejenigen, die jetzt den TVÖD so richtig abkriegen, ja, ohne Besitzstandswahrung, sind die, die gar nicht erst reinkommen oder mit Praktika und so in die Betriebe. Also sie sind diejenigen, die betroffen sind. Gleichzeitig haben wir eine Situation, wo zumindest Leute mit Ausbildung wissen, dass sie die Fachkräfte sind, die zumindest in Zukunft gesucht werden. Ja. Also sie haben eigentlich gar keine so schlechte Arbeitsmarktsituation. Und da trifft dann schon was zusammen, was eine gewisse Sprengkraft hat. Und last but not least, mir ein besonderes Anliegen, ich glaube auch der S&E-Streik hat klargemacht, dass die Frauen so richtig in der Lohnarbeit angekommen sind und die, also es satt haben, ja, schlechter bezahlt zu werden als Männer. Ja, also auch das ist so ein bisschen... So. Das wäre die Situationsbestimmung von meiner Seite. Jetzt werde ich ganz kurz. Ich glaube, es gibt auch einen Funktionswandel von Streiks. Deswegen gibt es mehr Streiks. Sie sind eben nicht mehr nur letztes Mittel, das Schwert an der Wand, auf das man zeigt, ja, das man aber gar nicht einsetzen muss, sondern in vor allem der zweiten Tarifwelt sind sie inzwischen Vorbedingungen für Verhandlungen. Also man kann gar nicht verhandeln, ohne gestreikt zu haben. Sie sind inzwischen auch ein bewusst eingesetztes Schwert, nicht an der Wand, sondern in Aktion von den Gewerkschaften, um neue Mitglieder zu gewinnen und eben auch um Tarifverträge abschließen zu können. Aber diese Idee Organisierung am Konflikt ist zumindest historisch jetzt für die letzten 20 Jahre eher neu. Ich glaube, es gibt neue Inhalte. Der Lohn ist gar nicht so wichtig in den meisten Kämpfen. Wenn dann nur als Ausdruck für gesellschaftliche Anerkennung, ganz häufig steht im Mittelpunkt sowas wie bei der Charité, es gibt viel zu wenig Personal für viel zu viel Arbeit inzwischen. Die Arbeitsintensität ist in einem Maße gewachsen, das hält keiner auf Dauer aus. Also das ist, glaube ich, steckt hinter ganz vielen Kämpfen und auch
eine Infragestellung von Unternehmerstrategien der Ausgründung der Werkverträge, der Zerschlagung von Belegschaften. Auch das ist zunehmend Kampfgegenstand, obwohl es rechtlich ja eigentlich gar nicht möglich ist, dagegen zu streiken. Steckt aber hinter vielen Arbeitskonflikten. Und so ein warnender Satz, wenn man den Konflikt vorantreibt, hat man immer auch die Gefahr natürlich von interessenpolitischen Spaltungen. Also das sieht man auch in vielen Auseinandersetzungen, alt gegen jung, vielleicht auch Deutsche gegen Migranten in Zukunft. Also es ist nicht ohne Gefahr, ja, dass die Streiks zunehmen. Von den Ergebnissen her, ich würde sagen, jetzt nicht, machen wir, wenn dann nachher, nee, kann ich jetzt nicht. Können wir aber dann noch, ja, also wir sprechen dann. Die Streikergebnisse, würde ich sagen, sind aus Mitgliedersicht bisher, naja, es ist immer besser zu streiken als nicht zu streiken, aber eher heterogen, man hätte meistens oft mehr gewollt. Aus Gewerkschaftssicht, in mehr materieller Hinsicht, ist auch nicht so ganz klar, ob man ja, an Streikgeld nicht mehr gezahlt hat, als man an Mitgliederbeiträgen gewinnt. Trotzdem würde ich sagen, ist die Bilanz unterm Strich positiv und zwar eher deswegen, weil man wieder lernt zu streiken. Also dahinter steckt ja, also muss man erstmal herstellen, ja, die Fähigkeit. Und zwar sowohl bei den Beschäftigten als auch in den Organisationen. Ja, also insofern wird die Waffe des Streiks auch momentan so ein Stück weit gepflegt, wieder scharf gemacht, ja, damit man sie in Zukunft einsetzen kann oder gar nicht mehr einsetzen muss. Ja, es ist auch Drohpotenzial, wenn man einmal gestreikt hat, kann man vielleicht das nächste Mal auch verhandeln, ohne nochmal zu streiken. Und dann sind Streiks natürlich, ich will sie nicht romantisieren, aber sie sind immer ein Moment der persönlichen Emanzipation von Menschen und auch Momente der Utopie, ja, dass man Dinge anders machen kann, als man sie in den letzten 10, 20 Jahren so gemacht hat. Ja, man kann auch mal dem Arbeitgeber die Stirn bieten. Was lernen wir aus den neuen Streiks? Wir müssen über Streikstrategien nachdenken. Man kann nicht einfach die Fabrikarbeiterstreiks in die Krankenhäuser übertragen. Es braucht passgenaue Streikstrategien. Und ich glaube, man muss über also über neue Forderungen nachdenken. Das ist nicht ganz leicht, weil Löhne, das kann man für alle einheitlich fordern, aber bessere Arbeitsbedingungen, da wird es schwierig, auch mit der Solidarisierung, mit der Verallgemeinerung. Die neuen Streiks sind mit Sicherheit notwendig verknüpft mit der Demokratisierung der Gewerkschaften. Ne? Also so. Also es gar nicht, man muss dazu gar nicht aufrufen. Streiken geht nicht ohne die Basis. Ne? Also man konnte Tarifverträge machen jahrzehntelang, vielleicht ohne die Basis zu mobilisieren, aber wenn Streiks nötig sind für Tarifabschlüsse, muss man immer die Basis fragen. Insofern wird sich, also es wird notwendig so sein, dass die Gewerkschaften über neue innergewerkschaftliche Demokratieprozesse nachdenken müssen. Und ich glaube, es wird auch mit Sicherheit eine Politisierung der Streiks geben. Ja, es geht auch nicht anders im Grunde. Zum einen deswegen, weil eben Teile der Auseinandersetzung in dem gesellschaftlich unterfinanzierten Sorgebereich stattfinden. Also da muss man über die Verteilung von Werten in der Gesellschaft nachdenken. Das ist eine politische Frage. Und weil der Staat sich einmischt. Ja? Also das ist der zweite Grund, warum es eine Politisierung geben wird und geben muss, weil der Staat nicht neutral ist. Ja? Insofern muss man ihn auch als Gegner wahrnehmen, glaube ich. Summa summarum ist... Summa summarum ist die letzte Folie. Ja. Ich war jetzt relativ optimistisch, was diese Streikbewegung angeht. Wenn man sich das große politische Tableau anschaut, dann muss man ein bisschen nachdenklicher werden, notwendig. Ne. Also die sozialen Bewegungen in den Betrieben, das sind ja die Orte, wo was passiert, ja, momentan. Aber in anderen Ecken unserer Gesellschaft passieren ganz andere Dinge, leider, ja. Und ich glaube, dass die Gewerkschaften, also angesichts des Rechtsrucks vor allem und auch der Positionierung staatlicher Akteure, notwendig es nicht allein schaffen werden. Ja? Sie brauchen Bündnispartner, sie müssen auch zusammenhalten untereinander, nicht nur hier in Deutschland, ja, sondern auch international. Insofern, es braucht Bündnispartnerinnen der Gewerkschaften und Betriebs-, Branchen-, Gewerkschaft- und ländergreifende Solidarität.